ihr habt geschrieben, so bei eurer so Beschreibung zum Song, wie war der Hintergrund, habt ihr geschrieben, wenn ein Mensch dieser Liebe, also der Liebe Gottes, begegnet, macht er alles neu. Das hat mich berührt und da wollte ich einfach mal nachfragen, wie hat er bei dir oder euch alles neu gemacht? Gab es da mal einen konkreten Moment, wo ihr wirklich sagt, da hat Gott wirklich alles neu gemacht? Ja. Ich nehme jetzt das Mikrofon, weil sich das bei mir erst wirklich kürzlich ereignet hat. Okay. Also ich bin zwar schon lange im Glauben, aber wie es halt so ist im Alltag, ja, ich muss sagen, bei uns ist es zurzeit so, dass es meiner Mama sehr, sehr schlecht geht. Die hat die Diagnose Krebs und das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Und mein Papi, der war eigentlich, ich darf das glaube ich sagen, ein bisschen atheistisch immer. Und ich habe mich auf ein Glaubensseminar begeben, wollte zuerst gar nicht hingehen und habe da wieder voll tief die Liebe Gottes entdeckt. Und nicht nur das, sondern einfach so eine Zuversicht, dass ich weinen könnte, wenn ich daran denke, dass einfach letztlich alles gut wird. Und ja, und bei meinem Papa hat sich so viel da, der ist so liebevoll und so offen für den lieben Gott geworden. Und gestern erst beim Autofahren, ich habe echt gerät, weil ich Gott so unendlich dankbar bin, was er tut. Und genau das wollte man eigentlich in unserem Lied auch irgendwo verkörpern, nämlich einfach diese Suche, auf der wir eigentlich alle sind und dann diese Begegnung mit Gott, die einfach alles neu macht. Es gefällt mir immer sehr gut, vor allem hier auch, wenn Mann und Frau, also wenn es auch so duettartig gemacht wird, das hat einfach nochmal eine Tiefe, oder? Weil es ist ja auch immer eine Beziehung, die wir leben. Und das habt ihr sehr, sehr schön gezeigt. Come back home. Für mich auch sehr rübergekommen ist dieser Verlauf. Also es war eine sehr schöne Dynamik drinnen und ja, zuerst fängt es sehr stimmig an und sehr flott und so und dann habt ihr richtig ruhige Stellen dazwischen und so. Und da, also es war wirklich eine Geschichte, die ihr erzählt habt, wo ihr uns mitgenommen habt. Und ja, das hat mir wirklich gut gefallen. Danke, dass ihr da seid. Come back home, come in my